German Head Start Program. Side 5, Module 2, Unit 1, Exercise 1. Read the English conversation. Exercise 2. Listen to the conversation. Wie komme ich zur Post? Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen oder Bus Nummer 5. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. Nur 15 Minuten zu Fuß. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Exercise 3. Listen and read the English text. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen oder Bus Nummer 5. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. Nur 15 Minuten zu Fuß. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Exercise 4. Listen and translate into English. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen oder Bus Nummer 5. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. Nur 15 Minuten zu Fuß. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Now you know the meaning of the German conversation. In the next exercise, you will see how the conversation is written in German. Exercise 5. Listen and read the German text. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen oder Bus Nummer 5. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. Nur 15 Minuten zu Fuß. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Exercise 6. Listen and repeat. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Say the German phrase for excuse me. Entschuldigen Sie. Again. Entschuldigen Sie. Wie komme ich zur Post? Say. Wie komme ich zur Post? Remember, Z is like the sound TS in pizza. Say. Zur. Again. Zur. Good. Entschuldigen Sie. Wie komme ich zur Post? Say. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Again. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen. Nehmen has a long E sound. Repeat. Nehmen. Say. Straßenbahnlinie. Again. Straßenbahnlinie.
Once more. Straßenbahnlinie. Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen. Say. Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen. Oder Bus Nummer 5. Say. Oder Bus Nummer 5. Können. Ö. Like in. Schön. But shorter and with the lips not quite as rounded. Similar to the er in the English word kernel. Say. Können. Again. Können. Now the whole line. Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen. Say. Oder Bus Nummer 5. Say. Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen. Oder Bus Nummer 5. Listen to Mike's next line. Ist es weit? Is it far? Say. Ist es weit? Again. Ist es weit? No, it's not far. Nein, es ist nicht weit. Say. Nein, es ist nicht weit. Say. Nicht. Like in? Ich. Say. Nicht. Say. Nein, es ist nicht weit. Nur 15 Minuten zu Fuß. Zu Fuß. Repeat. Zu Fuß. Again. Zu Fuß. Say. Minuten. Say. Nu. Say. Minuten. Say. 15. Round your lips for the Ü sound in 15. 15. 15. Say. Nur 15 Minuten zu Fuß. Say the German word for 15. 15. 15. Nur 15 Minuten zu Fuß. Say. Nur 15 Minuten zu Fuß. Die dritte Straße rechts. Say the German word for third. Dritte. Say. Dritte. Say. Rechts. Rechts. Say. Die dritte Straße rechts. Und dann geradeaus. Say. Und dann geradeaus. And then straight ahead. Und dann geradeaus. Say. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Again. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Listen to Mike's next line. Gut. Ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Say. Gut. Ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Say the German words for I'll walk or go on foot. Ich gehe zu Fuß. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank. The whole line again. Gut. Ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Say. Gut. Ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Again. Gut. Ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. You're welcome. Goodbye. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Say. Bitte schön, auf Wiedersehen. Again. Bitte schön, auf Wiedersehen. Say. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Exercise 7.
Listen and repeat. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen. Oder Bus Nummer 5. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. Nur 15 Minuten zu Fuß. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Exercise 8. Listen to Mike's lines and repeat. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Ist es weit? Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Exercise 9. Copy Mike's lines. Turn off your recorder. Exercise 10. Read Mike's lines aloud. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Ist es weit? Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Exercise 11. Say Mike's lines while looking at the English text. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Ist es weit? Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Exercise 12. Participate in the conversation by saying Mike's lines. Wie komme ich zur Post? Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen oder Bus Nummer 5. Nein, es ist nicht weit, nur 15 Minuten zu Fuß. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Bitte schön, auf Wiedersehen. Exercise 13. Listen to the conversation. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Post? Sie können die Straßenbahnlinie 10 nehmen oder Bus Nummer 5. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. Nur 15 Minuten zu Fuß. Die dritte Straße rechts und dann geradeaus. Gut, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. This ends the exercises on the conversation. Exercise 14. You remember that post office in German is die Post. Look at the first box in exercise 14. There you will see that to the for D words is zur. Say zur. For all der and das words, to the is zum. Say zum. That's why we have zum Bahnhof and zum Rathaus in the next box. We will now practice D words in the question, how do I get to such and such a place?
Wie komme ich zur... Repeat. Wie komme ich zur Post? Now look at the example in your book. You will hear 7D words. Then you'll hear the German word... Wie. This will be your cue to ask the question... Wie komme ich zur... followed by whatever word it is. After you have asked this question, you will hear it on tape. You may look at the words and pictures in your book. Example. You hear... Die Bank. And you see in your book... Die Bank. Along with a picture of a bank. Then you hear... Wie. And you say... Wie komme ich zur Bank? Then you'll hear... Wie komme ich zur Bank? Ready? 1. Die Brücke. Wie? Wie komme ich zur Brücke? 2. Die Polizei. Wie? Wie komme ich zur Polizei? 3. Die Post. Wie? Wie komme ich zur Post? 4. Die Haltestelle. Wie? Wie komme ich zur Haltestelle? 5. Die Autobahn. Wie? Wie komme ich zur Autobahn? 6. Die Bank. Wie? Wie komme ich zur Bank? 7. Die Kaserne. Wie? Wie komme ich zur Kaserne? Exercise 15. Now look at the pictures in your book. You'll hear only the cue, wie, and then you'll ask how to get to each place. Then you'll hear the question on the tape. 1. Wie? Wie komme ich zur Bank? 2. Wie? Wie komme ich zur Straßenbahnhaltestelle? 3. Wie? Wie komme ich zur Brücke? 4. Wie? Wie komme ich zur Polizei? 5. Wie? Wie komme ich zur Autobahn? 6. Wie? Wie komme ich zur Kaserne? 7. Wie? Wie komme ich zur Post? Exercise 16. Now we'll practice the same question with der and das words. Look at the example in your book. You'll hear either a der or a das word. Then you'll hear wie and ask how to get to that place. Finally, you'll hear the German question on tape. You may look at the words and pictures in your book. Remember, with der and das words, to the is zum. Repeat. Zum. Example. You hear der Bahnhof. And you see in your text der Bahnhof and the picture of a railroad station. Then you hear wie and you say wie komme ich zum Bahnhof? Then you'll hear wie komme ich zum Bahnhof? Let's start. 1. Das Kaufhaus. Wie? Wie komme ich zum Kaufhaus? 2. Der Bus. Wie? Wie komme ich zum Bus? 3. Das Rathaus. Wie? Wie komme ich zum Rathaus? 4. Das Schloss. Wie? Wie komme ich zum Schloss? 5. Der Flughafen. Wie?
Wie komme ich zum Flughafen? 6. Der Bahnhof. Wie komme ich zum Bahnhof? 7. Das Krankenhaus. Wie komme ich zum Krankenhaus? Exercise 17. Now look at the pictures under exercise 17. You'll hear only the cue, wie. After you say the question, you'll hear it on the tape. 1. Wie komme ich zum Rathaus? 2. Wie komme ich zum Schloss? 3. Wie komme ich zum Flughafen? 4. Wie komme ich zum Bahnhof? 5. Wie komme ich zum Krankenhaus? 6. Wie komme ich zum Bus? Exercise 18. Now we'll mix up der and das nouns, and you will ask how to get to a certain place, just as you did in the previous exercises. This time you'll work with the tape only. You'll hear a place name, then the cue, wie, and you'll ask the question, how do I get to that place? Then you'll hear it on tape. Remember to use zur with all die words, and zum with all der and das words. 1. Das Hotel Hilton. Wie? Wie komme ich zum Hotel Hilton? 2. Die Bushaltestelle. Wie? Wie komme ich zur Bushaltestelle? 3. Der Bahnhof. Wie komme ich zum Bahnhof? 4. Die Kaserne. Wie komme ich zur Kaserne? 5. Der Flughafen. Wie komme ich zum Flughafen? 6. Der Bus Nummer 5. Wie komme ich zum Bus Nummer 5? 7. Das Schloss. Wie komme ich zum Schloss? 8. Die Autobahn. Wie komme ich zur Autobahn? 9. Die Polizei. Wie komme ich zur Polizei? 10. Das Rathaus. Wie komme ich zum Rathaus? Exercise 19. You can use the same words zum, zur, in the question, how far is it to a given place? Do you remember the word for far? Weit. How far is it? Wie weit ist es? Say. Wie weit ist es? Now look at the box in your book. Listen and repeat. Wie weit ist es zur Post? Wie weit ist es zum Bahnhof? Wie weit ist es zum Rathaus? We'll now practice the question, how far is it to a certain place, with words you have already used. Only one example is in your book. Remember to use zur
with all D words, and zum with all der and das words. Example, you'll hear die Bank, and you ask, wie weit ist es zur Bank? Then you'll hear the question, wie weit ist es zur Bank? 1. Die Brücke. Wie weit ist es zur Brücke? 2. Das Rathaus. Wie weit ist es zum Rathaus? 3. Die Post. Wie weit ist es zur Post? 4. Das Hotel Hilton. Wie weit ist es zum Hotel Hilton? 5. Die Autobahn. Wie weit ist es zur Autobahn? 6. Der Flughafen. Wie weit ist es zum Flughafen? 7. Die Bushaltestelle. Wie weit ist es zur Bushaltestelle? 8. Das Schloss. Wie weit ist es zum Schloss? 9. Die Kaserne. Wie weit ist es zur Kaserne? 10. Der Bahnhof. Wie weit ist es zum Bahnhof? Exercise 20. You will hear 6 situations. Ask the appropriate question in German. Then you'll hear it on tape. 1. You want to know how to get to the airport. What do you say? Wie komme ich zum Flughafen? 2. You want to know how far it is to the airport. What do you say? Wie weit ist es zum Flughafen? 3. You want to know how far it is to the barracks. What do you say? Wie weit ist es zur Kaserne? 4. You want to know how to get to the post office. What do you say? Wie komme ich zur Post? 5. You want to know how to get to the city hall. What do you say? Wie komme ich zum Rathaus? 6. You want to know how far it is to the Hotel Ritz. What do you say? Wie weit ist es zum Hotel Ritz? Repeat this exercise until you can ask the questions without hesitation. Exercise 21. Now that you can ask questions about how to get to a place and how far it is, you will practice your comprehension of various answers you may receive. Look at the example in your book. You'll be asked to translate an English question into German and to translate the German answer into English. Example. You hear, how far is it to the post office? You translate this orally into German. Then you hear, wie weit ist es zur Post? Then you hear, es ist nicht weit zur Post. You translate into English, it's not far to the post office. You hear, it's not far to the post office. 1. How far is it to the train station? Translate into German. Wie weit ist es zum Bahnhof? Es ist nicht weit zum Bahnhof. Translate into English. It's not far to the train station. 2.
How far is it to the barracks? Wie weit ist es zur Kaserne? Es ist nur 15 Minuten zur Kaserne. It's only 15 minutes to the barracks. 3. How far is it to the city hall? Wie weit ist es zum Rathaus? Das Rathaus ist 10 Minuten geradeaus. The city hall is 10 minutes straight ahead. 4. How far is it? Wie weit ist es? Es ist nur 5 Minuten zu Fuß. It's only 5 minutes on foot. Exercise 22. Let's review the answer Mike received in the conversation when he asked how to get to the post office. Look at the first box in your book. Sie können Straßenbahnlinie 10 nehmen. You can take streetcar number 10. The action word for what you can do, take, go, and so forth, is always at the end of a sentence. Now look at the second box. The German could have answered, Sie können die erste Straße rechts gehen. You can take the first street on the right. Notice that with die Straße, Germans say gehen, which translates as take. Listen to this sentence again. Sie können die erste Straße rechts gehen. You can take the first street on the right. Now look at the third box. Remember that geradeaus is straight ahead. Links is left. Rechts is right. Now let's practice. Listen to the following six sentences and translate them into English. Then check your translation with the tape. Sie können geradeaus gehen. You can go straight ahead. Sie können die Straßenbahn nehmen. You can take the streetcar. Sie können nicht Bus Nummer 5 nehmen. You can't take bus number 5. Sie können die dritte Straße links gehen. You can take the third street to the left. Sie können zur Kirche zu Fuß gehen. You can walk to the church. Sie können die zweite Straße rechts gehen. You can take the second street on the right. Exercise 23. Other answers you may get are, take streetcar number 10. Go straight ahead. Take the first street on the left. Or, don't take the bus. Look at the box in your book. Listen and repeat the German sentence. Take streetcar number 10. Nehmen Sie Straßenbahnlinie 10. Go straight ahead. Gehen Sie geradeaus. Take the first street on the left. Gehen Sie die erste Straße links. Don't take the bus. Nehmen Sie nicht den Bus. Notice that der Bus becomes den Bus when it's used with nehmen to take. We'll now check your understanding. Listen to the following sentences and translate them into English. Nehmen Sie Bus Nummer 10. Take bus number 10. Nehmen Sie nicht Bus Nummer 10. Don't take bus number 10. Gehen Sie zur zweiten Straße. Go to the second street. Gehen Sie zur ersten, nicht zur zweiten Straße. Go to the first, not the second street. Nehmen Sie die Straßenbahn zum Rathaus. Take the streetcar to the city hall. Gehen Sie die dritte Straße rechts.
Take the third street to your right. Gehen Sie zur Post. Go to the post office. Nehmen Sie Straßenbahnlinie 5. Take streetcar number 5. Exercise 24. Listen to the following conversation between two Germans and try to understand what they're saying. If you have any problems, look at the text in your book. Entschuldigen Sie, wie weit ist es zum Schloss? Es ist weit. Nehmen Sie Straßenbahnlinie 15. Wo ist die Straßenbahnhaltestelle? Gehen Sie geradeaus. Die erste Straße links. Dort ist die Haltestelle. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Exercise 25. This time you will participate in a conversation. Your three lines will be given in English for you to translate into German. The responses in German will follow. Ready? Begin. Excuse me. How do I get to the police station? Nehmen Sie Bus Nummer 10. Die Haltestelle ist dort. Is it far? Nein, es ist nicht weit. Nur 5 Minuten. Thanks a lot. Goodbye. Auf Wiedersehen. Now listen to the conversation in German. How do you think you did? Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Polizei? Nehmen Sie Bus Nummer 10. Die Haltestelle ist dort. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. Nur 5 Minuten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. If you feel that you're ready, take the self-evaluation quiz for Unit 1. Self-evaluation quiz. Part 1. Read the instructions in your book. Stop the tape now. One. You want to know how to get to the station. What do you say? A. Wie weit ist es zum Bahnhof? B. Wie komme ich zum Bahnhof? C. Ist es weit zum Bahnhof? 2. You want to know how far it is to the airport. What do you say? A. Wo ist der Flughafen? B. Ist das der Flughafen? C. Wie weit ist es zum Flughafen? 3. You want to know how to get to the barracks. What do you say? A. Wie komme ich zur Kaserne? B. Wie komme ich zum Flughafen? C. Wie komme ich zur Brücke? 4. You want to know how far it is to the bridge. What do you say? A. Wie komme ich zur Brücke? B. Ist das die Brücke? C. Wie weit ist es zur Brücke? 5. You want to know how to get to the police station. What do you say? A. Wie weit ist es zur Polizei? B. Wie komme ich zur Polizei? C. Ich gehe zu Fuß. Part 2. Read the instructions in your book. Stop the tape now. One. Sie können die Straßenbahn nehmen. Sie können die Straßenbahn nehmen. Two. Sie können zu Fuß gehen. Sie können zu Fuß gehen. Three. Gehen Sie zum Bahnhof und dann rechts.
Gehen Sie zum Bahnhof und dann rechts. 4. Nehmen Sie nicht Bus Nummer 5. 5. Es ist 10 Minuten geradeaus. 6. Gehen Sie die erste Straße links. Part 3. Read the instructions in your book. One. Es ist nur 10 Minuten zur Brücke. 2. Nehmen Sie nicht die Straßenbahn. 3. Sie können zur Kaserne zu Fuß gehen. 4. Gehen Sie die dritte Straße rechts. 5. Nehmen Sie Bus Nummer 5. 6. Sie können Straßenbahnlinie 15 nehmen. 7. Gehen Sie geradeaus zur Post. 8. Das Kaufhaus ist 15 Minuten geradeaus. 9. Es ist nicht weit zur Kaserne. 10. Gehen Sie rechts, nicht links. 5. The self-evaluation quiz is continued on the next side. Advance your tape and continue.